Hallihallo, ich bin's wieder, der Wossi. Heute schauen wir uns mal Lumberjack's Dynasty an. Eine kleine Lebenssimulation aus der Sicht eines Holzfällers. Beim Start des Spiels kommen wir auf dem Hof von unserer Tante und unserem Onkel an und sollen ein bisschen helfen, da sie vorhaben, ihren Hof zu verkaufen. Wir starten an dem Punkt und ja, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit, zeige euch ein bisschen Gameplay und wahrscheinlich werden wir dann in ein paar weiteren Folgen noch einzelne Themen behandeln. Ich muss mir das Spiel selber noch ein bisschen weiter anschauen, wie wir es am besten verpacken können, aber ich möchte euch mit dem allerersten Teil, mit dem angespielt, einen kleinen Einblick in die Welt von Lumberjack's Dynasty geben. Ja, da sind wir jetzt nun angekommen auf dem Hof von unserer Tante und von unserem Onkel. Die beiden möchten gerne in den Ruhestand eintreten und wollen ihr ganzes Gehöft und ihr Sägewerk etc. möchten sie alles verkaufen und wir sollen ihnen dabei helfen. Da wir schon als Kind ihnen wohl geholfen haben und auch schon mal hier gearbeitet haben, haben sie uns eben angerufen, ob wir ihnen nicht ein bisschen helfen könnten, die Sachen wieder auf Vordermann zu bringen, damit sie ja Bares bekommen. Aber nun gut, sagen wir mal unserer Tante Hallo. Schön, dich zu sehen. Das letzte Mal ist eine Ewigkeit her. Gut schaust du aus. Wir haben dich beide vermisst. Es ist auch schön, dich zu sehen. Du siehst wie immer großartig aus. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Na klar, mein Schatz. Du wirst in unserem alten Haus wohnen. Wir wohnen jetzt direkt gegenüber. Wir haben uns verkleinert, um leichte Ordnung halten zu können. Ich habe es so verstanden, dass ihr verkaufen wollt. Ja, wir suchen einen Käufer für das Haus und die Sägemühle. Wir sind nicht mehr jung. Und da uns niemand hilft, verfallen die Gebäude langsam. Ich helfe mit allem, was in meiner Macht steht. Das wisst ihr doch, oder? Oh, danke. Du bist so hilfsbereit. Ich mache mir mehr Sorgen um deinen Onkel. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber er versucht immer noch selbst im Wald zu arbeiten. Der Wald war ihm immer schon wichtig. Gut, wo soll ich wohnen? Folge mir. Ich zeige dir alles. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Mein Herz hängt wirklich sehr an diesem Ort. Ich habe den größten Teil meines Lebens hier verbracht. Er ist wirklich ein bisschen runtergekommen. Hallo. Da müssen wir ja, wohl Liebling, ordentlich was machen. Er ist gerade angekommen. Oh nein, brauchst du Hilfe? Ich werde ihn fragen. Dein Onkel hat Probleme im Wald. Könntest du bitte nachsehen, was los ist? Sicher, das mache ich doch gern. Wo ist er denn genau? Auf einer Lichtung hinter dem Sägewerk. Ich bin sicher, du findest ihn. Nimm den Pickup, er steht vor unserem Haus. Bis später. Ah ja, okay. Also sollten wir unseren Onkel finden, der irgendwo im Wald auf einer Lichtung unsere Hilfe braucht. Schnapp, gucken wir mal, mit was wir fahren dürfen. Ganz schön viel Verkehr für so eine kleine ruhige Gegend. Ah, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Ich werde übrigens mit Gamepad spielen, was die Fahrzeuge angeht. Oh, guck mal, er lässt uns rein, nett. Ich glaube, das Spiel hat auch eine Lenkradunterstützung, weil anfänglich wurde mein Controller als Lenkrad empfangen. Ich musste dann halt in Steam den Controller noch als PlayStation 4 Controller einstellen oder ein Häkchen eben reinmachen. Seitdem geht es aber auch problemlos. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass wenn man Lenkrad eben anstöpselt, dass es auch gut unterstützt wird. Von der Controllersteuerung gibt es auch nichts zu meckern. Funktioniert so, wie man sich vorstellen kann. Ah, okay, wir sind schon hier. Okay. Also wir fahren in den Wald auf eine Lichtung, das habe ich ein bisschen anders vorgestellt. Und nun gut, parken wir mal da hinten. Und wo ist unser Onkel? Mission aktualisiert, Einführung, steigen Sie aus dem Auto aus und geht zu deinem Onkel. Steigen wir mal aus.
Spiel erkennt übrigens auch, wenn ich wieder zur Maustastatur wechsle. Und zeigt mir auch andere Tooltips an. Ach, lass mal, Onkel. Mal gucken. Hat dir den Karren hier ins Wasser gesetzt? Hallo, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen, Onkel. Ich habe gehört, du hast Probleme. Ich bin im Schlamm stecken geblieben. Ich fahre nicht mehr so präzise wie früher. Kannst du mir helfen? Sicher, kein Problem. Was soll ich tun? Steig in den Traktor und versuch, den Anhänger anzukoppeln. Versuch dann, aus diesem Wasser zu fahren. Machen wir doch. Ja, nur warum konnte er das nicht? Ich kann doch Traktor fahren, oder? Naja. So. Kamera, Stick. Na? Da. Wenigstens weist uns ein. Auch der Boden, der wird beeinflusst von den Reifen sogar. Der sieht da so ein paar Spuren. Ein paar Spürchen, wollte ich sagen. Aber es sind schon richtige Spuren bei dem großen Trecker. Ups. Ankoppeln. Oder da oben, okay. Dann ziehen wir ihn mal raus. Okay, das war jetzt einfacher, als ich dachte. Ich dachte, wir müssen da richtig Power geben. So, nun? Achso, ich bin schon wieder ausgestiegen, automatisch. Ah, alles klar. Ja, und jetzt Onkel. Gut gemacht. Du hast eine Gabe. Das ist ja klar, oder? Hat der Onkel eigentlich einen Namen? Aber das ist nicht nur eine Tante? Mal sehen, wie du inzwischen mit die Tante einen Namen bekommst? Ich glaube, ich habe nicht ganz zugehört. Na gut, nennen wir ihn einfach mal Onkel. Oh, Kettensäge. Blendendendendend. Jetzt nimm die Kettensäge. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Pass auf! Eigentlich hast du mir nichts beigebracht. Egal. Kavadadad. Zu dem Baum. Linke Maustaste. Ach, wir müssen hier so mit der Maus mitziehen. Ah, okay. Warte, wir müssen jetzt einen Keil reinschneiden, dass wir eine Fallrichtung bekommen. Aber wir sehen einfach mal so durch. Und. Okay, er fällt. Du bist wirklich stark geworden. Jetzt musst du die Äste abschneiden und den Stamm in Teile zerlegen. Denkst du kannst die Stämme hin auf den Anhänger laden? Bring den Traktor her und versuch es. Okay, das. Okay, ich dachte, wir müssten da auch wieder einen Cut setzen und irgendwie so einen Schnitt machen. Was war das? Rechte Maus, das Ingenieursansicht. Ah, da sehen wir ja da, wo die Punkte sind, wo wir sägen müssen. Okay. Das werden aber direkt mehr entfernt. Da müssen wir wahrscheinlich noch einmal. Zweimal müssen wir noch sägen. Das ist cool. Oh, oder doch nur einmal? Na gut. Und hier sehen wir dann die einzelnen Schnitte für die einzelnen Loks. Ah. Okay, gesägt ist. Entaste den Stamm und teile ihn in Rundhölzer. Benutze die Ingenieursansicht, um die besten Stellen zum Schneiden zu finden. Das haben wir auch alle schon gemacht. Wenn es erledigt ist, lade die Stammstücke auf den Anhänger. Okay, kann ich auch wegmachen, die Motorsäge. Okay, Mausrad. So. Ah, okay, unser Onkel sitzt schon hier drin. So, dann fahren wir mal. Wie fahre ich denn am besten ran? Ah, ich fahre mal im Kreis. So, einfach daneben. Ah, komm, wir kommen rechts daneben. Schaffen wir. So, das sieht doch gut aus. Wie geht das jetzt? Arbeitsmenü? Ja, nee, das wollte ich nicht. Kram bewegen mit B. Das runde Taste? Die runde Taste, diese Kreistaste? Ja, okay. Ist die Kreistaste beim PlayStation-Controller. Stamm nehmen. Okay. Und. Ach, wir drücken. Achso, der rastet ein. Okay. Ich muss nur Kreis gedrückt halten, um den bedienen zu können. Stamm aufnehmen.
und wieder zurück. Ich schaue mir mal eben die Steuerung mit Tastatur an. Wie das da geht. Wie gesagt, ich kann beliebig natürlich wechseln. Wenn ich mit Maus und Tastatur spielen möchte, kann ich das jederzeit tun. Kram bewegen, linke Maustaste. Ach guck, das geht schon ein bisschen schneller. Mit der Maus kann ich den schneller bewegen. Und Enter, okay. Das ist wiederum komplizierter. Okay. Okay, sind alle drauf. Bringe die Stämme zum Flussufer, okay. Ich finde die Aufnehmbild eigentlich nur so. Machen wir es so. Flussufer. Nach da drüben. Wenden wir wieder. Moment, haben wir den Stamm verloren? Also die nur ineinander gefallen. Auf dem Boden liegt nichts. Ach, die werden jetzt hier in den Fluss geworfen. Und dann dahin ist das Sägewerk, also vor uns. Dann werden die da bestimmt gleich wieder hochgezogen. Geh einfach reinfallen. Ich hält. So. Noch ein bisschen. Platsch. Natürlich der einfachste Transport, die Stämme zu transportieren. Zumindest auf große Strecken. Ich meine, hier hätten wir es auch direkt bestimmt irgendwo im Sägewerk einlagern können. Aber wenn ich auf der Karte richtig gesehen habe, haben wir später bestimmt jede Menge Waldstücke zur Verfügung. Mach gleich nochmal die Karte auf. Gute Arbeit. Was müssen wir jetzt machen? Also das reicht für heute. Nach Hause? Gehen wir nach Hause. Nach Hause gehen oder fahren. Den Trecker jetzt los. Nochmals vielen Dank für die Hilfe. Das war hervorragend. Wo ist denn hier Karte? Da. Komm zurück zur Farm und reden mit deinem Tante. Okay, dann fahren wir mit dem Trecker dahin. Oder können wir mit dem Auto fahren, wenn der Onkel fährt? Willst du uns ja mit dem Hof und dem Sägewerk etwas mitnehmen? Kann ich nicht aussteigen? Vielleicht willst du dich hier sogar niederlassen. Ich glaube, wir müssen mit dem Trecker fahren. Ich bin sicher. Ja, wir können gar nicht aussteigen. Na gut, dann tuckern wir mal dahin. Ich muss dich nicht gleich entscheiden. Hilf uns doch ein oder zwei Wochen, um zu sehen. Aber den Trecker haben sie gut gepflegt. Ich meine, sie haben alles irgendwie so ein bisschen runterkommen lassen. Sieht alles ein bisschen älter und verfallener aus. Oder zumindest beschädigt. Aber der Trecker und der Anhänger, der ist halt wie neu vom Händler. Aber ich würde es, glaube ich, auch so machen. Die Kamera ist ein bisschen langsam. Ich will eigentlich nur nach rechts gucken, aber das Glück ist auf unserer Seite und es kam gerade keiner. Schnellster Trecker, der in 30. Okay. Ich will doch ein bisschen aufpassen. Wollen wir da rein? Nee, davor. Fahren einfach mal hier so. Die andere Seite der Straße. Und jetzt blockieren wir wahrscheinlich die Straße. Ich habe nichts gemacht. Haben wir jetzt einfach so ausgestiegen. Okay. Wir stehen da mitten auf der Straße. Ja, egal. Wenn die Mission sagt, lass das so, mach das so, dann machen wir das so. Hallo Jungs. Habt ihr die Arbeit erledigt? Ja, es war eine erfrischende Erfahrung. Wenn du noch Lust hast, zeige ich dir die Farm. Ach, frischen wegen Wasser oder was? Farm sehen. Ja, ich würde mich gerne umsehen. Vielleicht ein anderes Mal, ich bin wirklich müde. Nein, die Zeit haben wir. Ups. Ja, ich würde mich gerne umsehen. Sozialkundgabe bekommen, 1000 Stück. Gesundes Essen war uns schon immer wichtig. Wofür auch immer die sind. Dein Onkel hat diese Apfelbäume vor vielen Jahren gepflanzt. Sie tragen immer noch saftige Früchte. Aber ich ahne schon, dass wir später hier viel mehr machen dürfen. Oh, ich habe immer davon geträumt, hier einen Bienenstock aufzustellen. Aber ich habe es nie geschafft. Es würde den Bäumen und Blumen sehr gut tun. Und ich liebe Bienen? Hoch. Können wir auch Imker werden, oder was? Also scheinbar dürfen wir später mehr machen als nur ja, Holz. Das Gewächshaus ist in ziemlich gutem Zustand. Samen können im Laden gekauft werden. Ja, hört sich zumindest ganz so danach an. Wachsen. Das Anwesen könnte sich in kürzester Zeit selbst versorgen. Da fliegen auch schon ein paar Bretterchen. Jetzt zur Werkstatt, dem Königreich deines Onkels. Hier kann jedes Fahrzeug betankt und gewaschen werden. Ja, ist aber. Mit einigen Umbauten sollte es. Ist aber ein trauriges Königreich. Fahrzeuge selbst zu reparieren. Es schmerzt mich, die Gebäude in diesem traurigen Zustand zu sehen. Wenn du willst, kannst du vielleicht schon jetzt etwas dagegen unternehmen.
In der Werkstatt dürftest du Werkzeug finden. Schauen wir uns das mal an. Oh, ein Laptop in der Werkstatt. Aha. Du hast etwas gefunden. Umgerät? Gut. Jetzt versuch es mal. Glaubst du kannst diese Wand reparieren? Oder ist unser Onkel so ein Roboter-Spezialist und programmiert hier so Roboter für hier Robot Wars oder sowas? Okay, das ist einfach. Einfach da, wo der Hammer ist. Mit der Nagelpistole drupp. Du bist ein echtes Naturtalent, mein Schatz. Diese Reparaturen sollten vorerst halten, aber perfekt ist es natürlich nicht. Wenn du im Sägewerk Bretter herstellen kannst, bringst du diese Wände wirklich zum Strahlen. Also wir können bessere Bretter machen im Sägewerk später. Für Gebäude verwendet werden. Wenn du es eilig hast, kannst du welche kaufen. Also werden wir nicht nur später... Ich bin sicher, dass du noch irgendwo lernst. Bretter nur verkaufen, also herstellen und verkaufen, sondern auch selber verwenden, um hier Sachen eben zu reparieren. Oder wahrscheinlich auch, also nehme ich mal an, auch Sachen auf der Karte, so wie bei, ich sag mal, anderen Spielen wiederherstellen, dass man die wiederherstellen kann. Da komme ich ja nicht weiter. Um die dann hinterher auch noch zu nutzen. So stelle ich mir zumindest vor. Irgendwo. Stecke ich hier gerade fest. Das ist natürlich noch der Anfang des Spiels, also nur noch eine Art Tutorial. So, wir sind gerade noch beim ersten Tag. Bin mal gespannt, was man noch alles machen darf. Ich zeige euch gleich mal die Karte, wenn ich hier fertig bin. Moment, rechte Maustaste aus der Ingenieursansicht. Ah, dann sehen wir auch die einzelnen Wände, die noch gemacht werden müssen. Uppala. Noch was Brot? Ist hier irgendwo noch was Brot? Aus dem roten Regal? Roten Schränke? Nee. Da, die Treppe. So geht das natürlich nicht. Aber Sicherheit und so, ne? Müssen alle Stufen drauf sein. Belohnung. Du hast repariert, Werkstatt. Glückwunsch. Deine Arbeit wird geschätzt. Du erhältst 6000 Sozialpunkte. Okay, schön, cool. Aber mal eben zur Karte, weil hier sind wir. Das ist halt der Hof von unserer Tante. Und hier ist das Sägewerk, wo wir eben waren. Und scheinbar sind das hier alles, ja, 0,11 Hektar. Alles Waldgebiete. Und die Karte ist relativ groß. Und hier gibt es anscheinend noch andere Objekte. Fahrzeughändler, Tankstellen, Markt für Holzprodukte. Was ist das? Freizeitaktivitäten? Kommt zumindest nichts. Stämme abwerfen. Ah, wir können wahrscheinlich später die Stämme hier abwerfen. Und dann schwimmen die wahrscheinlich irgendwie im Fluss irgendwo hin. Im Idealfall zum Sägewerk irgendwie. Da bin ich mal gespannt, wie wir das später lösen. Also es gibt anscheinend einige Waldstücke. Also gerade ist relativ groß. Na gut. Mal schauen, was wir jetzt mal machen sollen. Wird dann nämlich dunkel hier. Ich erinnere mich noch an die Scheune voller Tiere. Damals. Eine Scheune. Wenn du sie reparierst, kannst du wieder selbst Tiere halten. Tiere? Haben wir auch noch. Versuch mal nach oben zu steigen und sieh nach, wie es mit dem Dach aussieht. Du kannst Baugerüste nutzen, um auf das Haus zu kommen. Baugerüste. Ah, jetzt mal ein Baugerüst. Moment, was soll ich denn reparieren? Die Scheune? Ja, ne? Okay. Ah, okay. Wir sehen, wenn ich rechte Maustaste drücke, dann sehen wir alle Punkte, wo wir das Gerüst hinstellen könnten. Aber wir sollen ja nur aufs Dach kommen, das Dach reparieren. Wo ist die Nagelpistole? F2 muss ich drücken. Okay, F2. Und dann machen wir mal das Dach wieder heile. So rutschig. Wo ist noch kaputt? Da. Ich zeig dir das Haus.
Das war's schon? Nee, ich will das jetzt noch gar nicht machen. Ja. Ich lasse hier nichts unerledigt. Tantchen, so ist das nicht, ne? So geht das nicht hier. Wenn wir was anfangen, dann machen wir es auch zu Ende. Wenn ich schon mal auf dem Dach bin. Weil ich brauche vielleicht alle Knochen und bin im Krankenhaus und das Spiel ist Game Over, aber. So. Müsste. Ne, da ist noch ein Punkt. Stopp. Hallo, Onkel. Au. So, Bank können wir auch noch reparieren. Ich hab nur gerade, wo wir das ganze Holz hernehmen. Nun gut. Auch das Haus ist renovierungsbedürftig. Aber für den Moment sollte es reichen. Es tut uns leid, dass wir nichts Besseres anbieten können. Aber es gibt ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Du kannst hier kochen und dich entspannen. Ein großes Haus? Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Noch was? Ruhig. Hm? Tantchen? Hallo? Lass die mich jetzt einfach so stehen. Komm hinterher. Stell dich doch mal den Nachbarn vor. Ich bin sicher, dass sie auch helfen werden. Wir haben Fischer, Kräuterkundige, Bauern, alles Mögliche. Okay. Friedliche und freundliche Menschen. Es gibt viel zu tun im Sägewerk. Was nicht alles gibt? Wenn du dich etwas ausgeruht hast, solltest du es dir unbedingt ansehen. Ich glaube fest, dass du es wieder zum Laufen bekommst. Oh ja, also Sägewerk würde ich unbedingt gerne noch sehen. Und denk dran, wann immer du etwas brauchst, komm jederzeit zu uns. Ich habe immer etwas Leckeres für dich. Du musst essen und schlafen, um gesund und stark zu sein. Müssen wir wirklich essen? Bis bald! Ja, du musst tatsächlich essen und schlafen. Haben wir was zu essen? Eine Grillwurst und Bier. Vermutlich alkoholfrei. Nährwert 45. Die Wurst hat 28, also das Bier ist... Hat einen höheren Nährwert als die Wurst. Also, was machen wir natürlich? Wir trinken Bier. Wir trinken Bier. Na, 100%. Wunderbar. Haben wir noch eine Uhrzeit? Ja, 19.51 Uhr. Also, es wird anscheinend gegen 20 Uhr so langsam dunkel. Aber wir sind auch spät angekommen. Schauen wir uns eben nur das Häusle an. Auf jeden Fall sehr geräumig. Was? Kein Flachbild für einen Seher? Aber Kamin. Aber großes Wohnzimmer. Und große Küche. Und die habe ich jetzt nicht erwartet. So eine kleine Nische, das aber mit Arbeitsinsel. Hübsch. Gut, es sind ein paar Bretterchen hier, aber. Gehen wir doch hin. Was ist das für ein Badezimmer? Okay. Das ist groß. Die Lampe ist hässlich. Schlafzimmer, wo ist Schlafzimmer? Schlafzimmer. Oh, das ist auch hübsch. So, eh schlafen mit bequemes Bett. Für eine Woche ausruhen. Für eine Woche? Nein. Ja, wahrscheinlich später, wenn wir. Da gibt es ja mittlerweile das aktuelle Upgrade oder Update vom Spiel, ist ja das Regrow-Update, wo man also auch wieder Bäume aussehen kann. Ich nehme mal an, wenn man dann ja ausgesät hat und die irgendwann fällen möchte, wie auch immer, wie schnell die Bäume hier wachsen, vielleicht sind die in einer Woche schon ausgewachsen, dann drückt man hier wahrscheinlich einfach mal Enter, um eine Woche sich auszuruhen und kann dann direkt wieder in die Arbeit gehen und die neuen Bäumchen fällen. Aber mal gucken, ob es wirklich so ist. Ich habe das Spiel eben noch nicht so weit gespielt, also ich tue jetzt nicht so, dass ich hier keine Ahnung habe, was später passiert. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe das Spiel mal kurz gestartet, Controller irgendwann mal eingestellt, Grafik eingestellt. Hab auch schon mal angefangen, Video aufzuzeichnen, wie ich gemerkt habe, irgendwie stimmt da was mit dem Video mit den Aufzeichnungsoptionen nicht. Musste also nochmal anfangen, aber weiter als jetzt hier bin ich nicht gekommen. Was mich nur da schon überrascht hat, wie komplex das Spiel ist. Also es wird halt wirklich
Es ist sehr stark mit Quests hier gemacht. Man wird sehr stark geleitet. Am Anfang vor allem. Und die Auftour. Und ja, also wir können nicht einfach mal sagen, hey, wir sind jetzt hier. Wir schnappen uns unsere Gerätschaften. Und fällen fleißig Bäumchen. Und bearbeiten das Holz im Sägewerk und verkaufen alles. Und kaufen uns dann teure Maschinchen und ja, und so weiter und so fort. Nein, wir müssen hier erstmal. Hallo, schön dich zu Kontakte sehen. Kontakte aufbauen. Hallo Tante. Hallo Tante, wie geht es dir? Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas? Ich muss dich etwas fragen. Ich wollte dich eigentlich gar nicht anquatschen, das ging jetzt gerade automatisch. Hallo Tante, wie geht es dir? Mir geht's prächtig, aber du siehst hungrig aus. Hier, das habe ich für dich vorbereitet. Okay, ich habe jetzt irgendwas bekommen, glaube ich. Ich will aber eigentlich zum Onkel. Ich muss los, einen schönen Tag noch. Der Onkel wollte ja irgendwas mit dem Sägewerk machen. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Ja, geht auch automatisch, okay. Tatsächlich. Unser Pickup Christine steht im Wald. Sie ist nicht viel wert, im Wald. Ja, aber es wäre stehen schade, lassen. Wenn sie abhanden käme. Würde es dir etwas ausmachen, sie wieder hierher zu fahren? Ich habe gar keine Wahl. Ich kann doch niemals ja oder nein sagen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Warum immer wir die da stehen gelassen haben. Eigentlich hätte unser Onkel ja den Trecker fahren können. Wir hätten das Auto hingefahren oder umgekehrt. Aber naja, ich bin ja netter Neffe. Und lauf mal eben die 400 Meter zum Auto, um das so wieder zurückzusetzen. Oh, Schmierensturch. Okay. Ah, das Sägewerk hier, ne? Das sieht sehr interessant aus. Du könntest mal eben anschauen. Ich weiß nicht, ob wir es noch jetzt im kleinen Let's Play noch gleich betreiben dürfen. Also hier werden dann die Stämme reinkommen vom Wasser her, nehme ich zumindest an, und gehen dann hier rüber. Denn die Rinde wird hier abgeschält. Sagt man entrinden dazu? Ich kenne ja entasten, aber sagt man auch entrinden? Dann werden die Stämmestufe hier weiter gereicht und hier werden sie dann wahrscheinlich schon zersägt, ne? Nicht hier die Säge. Oder laufen die da irgendwo noch weiter? Nein, ich glaube, wir werden es im Betrieb besser sehen können. Was haben wir hier? Und hier haben wir, oh, die läuft ja schon. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Säge, da bin ich unterteilt. Aha. Da bin ich mal gespannt, wie das hinter im Betrieb ausschaut. Laufen wir mal weiter zum Auto. Christine haben sie es genannt. Ich hoffe, dass wir es auch später ein bisschen neu lackieren dürfen. Also sieht es ja schon ein bisschen erstens sehr bunt aus und ein bisschen runtergekommen. So, wo sollen wir denn hin? Einfach zurück zum Hof, okay. Dann wenden wir hier und setzen mal zurück. Wie schon eben erwähnt, ich werde wohl noch einzelne Teile aufziehen, weil ich glaube, wir sind jetzt schon, ich glaube, das Video geht schon bald eine halbe Stunde und ich weiß nicht, wie lange ihr habt, so zurückzugucken. Ich weiß auch nicht, was wir noch alles hier machen dürfen. Ich guck mal, sonst fahren wir noch gleich zur nächsten Quest. Ich hoffe, es geht mit dem Sägewerk irgendwie weiter. Ansonsten würde ich irgendwann einen Cut machen und vielleicht einzelne Teile. Ich weiß aber eben noch nicht, wie genau ich es hier unterteilen soll. Ob wir wirklich, da muss ich es halt selber erstmal ein bisschen gespielt haben, um euch das präsentieren zu können, weil ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt auch hier nicht an der Stelle nicht spoilern, weil scheinbar ist storymäßig doch ein bisschen direkter gemacht. Also ich hoffe, dass wir später den Hof und so weiter alles bekommen oder erwerben können. Aber ich weiß es natürlich einfach nicht.
Ich habe das Auto geholt. Ausgezeichnet, danke. Wenn ich so darüber nachdenke, könntest du sie mehr als wir brauchen. Nimm sie doch, solange du hier bist. Sie macht nichts okay. Her, aber das Auto ich bin sicher, du wirst sie mögen. Du solltest zu Oliver gehen. Das letzte Mal erwähnte er seine Scheune, die repariert werden muss. Vielleicht kannst du ihm helfen. Es ist mir irgendwie unangenehm, dich zu fragen. Aber du hast unser altes Haus und unsere Wirtschaftsgebäude gesehen. Sie sind alt und in einem wirklich schlechten Zustand. Aber ich bin sicher, dass du sie auf Vordermann bringen könntest. Was meinst du? Uns alten Leuten so zu helfen? Wir würden den zusätzlichen Erlös teilen. Sobald wir alle Gebäude restaurieren, hörst du doch hin. Ich kann jetzt leider nicht bezahlen, aber wenn du mit anpackst, kannst du hier auch angenehm wohnen. Ja, komm, das machen wir doch, ne? So viel Arbeit und keine bezahlen, tut mir leid, Onkel diesmal nicht. Nein, komm, das machen wir. Gut, ich werde mich drum kümmern. Bei deren Besitz müssten die eigentlich gute Asche haben. Es ist doch immer gut, sich mit diesen Familienmitgliedern nicht zu verscherzen. Also sind wir der brave Neffe und kümmern uns um. Wo müssen wir hin? Moment, muss ich meine Karte aufrufen? Oliver, sagt er, ne? Eine Bleibe. Ach, wir haben eine andere. Ach, guck mal, wir haben 4 Quests gerade schon aktiv. Der unvollendete Turm. Oben auf der Anhöhe steht eine seltsame Konstruktion. Sie ist vielleicht ein Besuch wert. Wo ist denn die? Ach, hier oben. Also sind anscheinend diese Punkte, wo ich gesagt habe, man kann auf der Karte was reparieren oder noch aufbauen, damit wir es irgendwie nutzen können oder es irgendeinen Sinn hat. Kleines Geheimnis? Nein, Oliver und seine Scheune. Wir wollen das jetzt direkt machen. Der ist Straße... Also stehen wir jetzt. Wir stehen so. Also links runter die Straße, bei der nächsten Kreuzung wieder rechts und dann fahren wir richtig. Okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Hier wird der Sand sogar auf die Straße gedrückt. Also es ist nicht nur ein paar Spuren im Boden, sondern. Man nimmt die Erde so ein bisschen mit. Ich nehme mal an, dass die gleiche Engine genutzt haben. Diese auch schon bei, wie hieß das Spiel vorher? Farmers Dynasty, glaube ich, ne? Da kann man ja auch Acker bearbeiten. Ich nehme an, dass es deswegen noch ein Überbleibsel ist. Oder dass wir wirklich später noch ein bisschen auch umflügen können. Oder erdreich bewegen können. Ich bin mal gespannt. So, wir fahren jetzt noch zu Oliver und schauen mal, was er von uns möchte. Und ja, dann. Und dann, ja, was machen wir dann? Ups. Okay, Tor geht nicht automatisch auf. Ich denke mal, dann werden wir vielleicht schon mal zum Ende kommen. Und ich werde es mir noch ein bisschen weiter anschauen und euch dann einzelne Teile nochmal in separaten Videos zeigen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, so machen wir das. Oliver. Das weißt du doch gar nicht. Guten Tag. Hallo, junger Mann. Brauchst du etwas? Bist du Oliver? Oh, da sieht man ein bisschen unheimlich aus. Mein Onkel Charles schickt mich. So nach Mafioso oder wie. Mit der Sonnenbrille. Charles schickt dich? Ja, ich bin Oliver. Oh, ich habe zu viel Hitman gespielt. Keine Ahnung. Ich könnte tatsächlich Hilfe bei der Reparatur meiner Scheune brauchen. Oliver? Kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns? Na egal, das ist eine tolle Scheune. Danke. Okay, ist auch selbst unseren Charakter ein bisschen unheimlich, der Typ. Leider habe ich diesen Laden gerade erst gekauft, habe also nicht mehr viel Geld übrig und kann dich nicht bezahlen. Aber ich kann dir im Gegenzug Essen anbieten. Danke, aber nein, danke. Halt, halt! Ich habe einen alten Traktor, den ich nicht mehr nutze. Oh, ein Traktor. Charles hat mir gesagt, dass du verborgene Talente hast. Vielleicht reicht das als Bezahlung. Aber wenn es um den Traktor geht... Dann hätte ich mehr als nur eine Scheune, die repariert werden muss. Was meinst du? Siehst du den Wald? Die Bäume brauche ich nicht, die kannst du nutzen. Aber ich benötige diese Fläche abgeholzt. Abgemacht? Was machen wir? Ein Traktor, den kann ich gebrauchen, einverstanden. Ein alter Traktor und kein Geld, ich verzichte. Na komm, das wäre unser erster eigener Traktor dann.
Ich weiß ja nicht, ob wir den blauen von vorhin nochmal benutzen dürfen. Wir helfen ihm. Den kann ich gebrauchen. Einverstanden. Hallo, wer ist das denn? Aber wir machen erstmal. Ah, guck mal, das ist, glaube ich, der Traktor, den wir dann kriegen. Der ist wirklich alt. Na gut. Das ist die Scheune. Die sollen wir reparieren. Na komm, das machen wir zuerst. So, Nagelpistole raus und gib ihn. Fragen wir immer noch, woher wir das ganze Holz bekommen. Ich meine, wir machen ja überall ein paar Löcher zu. Aber soll mir recht sein. Weniger zu schleppen. Geht schneller. Scheinbar ist hier jeder Hof irgendwie beschädigt und braucht Reparaturen. Und sind aber alle arm, können uns kein Geld geben. Oder vielleicht ist das auch die große Ausnahme. Vielleicht die einzige runtergekommene Gegend. So, und da haben wir noch. Wir müssen, ich sehe schon, wir müssen gleich auch noch nach drin. Was ist mit der Scheune passiert? Wie kann man die so runterkommen lassen? Ich meine, es hieß ja, dass unsere Tante und unser Onkel halt alt sind, nicht mal so die Power haben, um das alles zu machen. Das ist ja schon ein bisschen verständlich, aber dass selbst hier der, ich sag mal, der sah ja noch ganz fit aus, der Oliver. Aber dass der auch mal alles hier einfach so runterkommen lässt, ich meine, die müssen doch von irgendwas leben. Hier noch. Na komm, hier noch. Und hinten noch. Und habe ich das gerade nicht gesehen. So, Mission aktualisiert. Also die Scheune ist fertig. Jetzt können wir. Kettensäge, wo habe ich sie? F1. Jetzt müssen wir Bäume fällen. Ah, da rechts steht's. Vorhandene Bäume 9. Vorhandene Büsche 64. Wie mache ich den Büsche weg? Auf der Säge? Guck mal hier im Busch. Busch, Busch, Busch. Hier. Nee? Ah doch. Einfach so mit der Säge. Ja, ich kann es auch gedrückt halten und einfach drüber laufen. Also das ist praktisch. Weil sind, mich haben die Büsche gerade erstmal erschreckt, dass es so viele sind. Muss der auch weg? Und kann ich mit rechts? Ah, mit rechts sehe ich das Gebiet. Ah, okay, okay. Das ist cool. Ding, 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 ding. Okay, der muss stehen bleiben. Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Noch 41 Stück. Ja, wenn sich alle Quests so weit ziehen, dann wäre es eigentlich auch eine gute Idee, vielleicht das mal zu streamen. Mal schauen, ob ich vielleicht jetzt die Tage mal am Abend das einfach mal anschmeiß. Und wer will, kann dann zugucken. Link zum Stream gibt. Ja, schreiben wir einfach unter das Video drunter später. Könnt ihr dann einfach draufklicken. Oder ihr gebt natürlich einfach bei Twitch Wossi86 ein. Dann solltet ihr mich finden. Ich stream noch nicht so regelmäßig. Ich versuche am Abend immer irgendwie online zu sein. Am meisten kommt leider zurzeit was dazwischen. Schaut einfach mal rein. Vielleicht bin ich ja dann da. Und dann können wir vielleicht ein bisschen quatschen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen jetzt im Spiel habt, auch gerne unterm Video in den Kommentaren schreiben. Oder vielleicht habt ihr auch Lust, einfach mal eure Meinung zum Spiel mitzuteilen? Vielleicht seid ihr auch weiter als ich. Bitte spoilert mich nicht. Ich versuche euch auch nicht zu spoilern.
Wie gesagt, ich versuche, würde ich natürlich im Titel was reinschreiben, dann hoffe ich mal, ihr seid dem auch bewusst, dass ihr, wenn ihr es anklickt, dass ihr es dann sehen werdet. Ist noch alles ein bisschen neu für mich. 6 Büsche noch. Haben wir die 6 Büsche versteckt? Da ist nur eins. Okay, das ist er weg. Und sonst sehe ich eigentlich gar keiner mehr. Da hinten noch. Und da noch. Oh, jetzt sind wir schon am Baum angekommen. Okay, dann fällen wir einfach mal den Baum. Jetzt werde ich mal testen, was passiert, wenn wir nicht mitziehen. Aber ich muss hier mal in diesem Bereich bleiben. Dann wird er gefällt. Baum fällt. Moment, Ast müssen wir jetzt nicht, ne? Ah, ich sehe noch einen Busch. Haben wir nicht? 2 Büsche müssen wir finden. Guck mal, wenn ich jetzt von hier fälle, fällt der Baum dann ja auch in die Richtung? Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn ich jetzt nach links rausgehe. Okay. Meine Kettensäge ist... die Kettensäge wird weggesteckt. Ja. Aha, okay. Meine Kettensäge ist einfach dann weg. Und ich muss neu anfangen. Ich habe zwar schon angefangen zu sägen, aber na gut. Schneiden wir halt einfach neu ein. Mit der Lumberjack 2000? 300? Da drauf. 3. Haben wir aufgefallen? 300, glaube ich, oder? Oder 3000? Ach, egal. Ich will das jetzt wissen. Werkzeug. Okay, das ist eine ganz andere. Von einer anderen Marke hätte ich jetzt schon fast gesagt. Warum ist es in die Richtung gefallen? Ist das ein Busch? Nein. Wir müssen noch 2 Büsche finden. Da ist noch einer. Ach, da gleich daneben. Katze. Gucken wir jetzt. Na komm, geh weg, Busch. Busch, ich will dich nicht. Fällen wir mal in die Richtung. Mal gucken, ob wir die auch aufheben müssen, weil er hat ja gesagt, das Holz dürfen wir verwenden. Aber wir sind ja nur mit dem Auto da. Und ich weiß auch nicht, ob wir den Trecker von immer Oma sagen, aber ja unsere Tante. Unsere Tante, unserem Onkel. Verwenden dürfen oder ausleihen dürfen. Das war ein Lieferwagen. Ich dachte gerade eben, da klotzt da, der wäre ein Bär gewesen. So, noch 5 Bäume, also das zieht sich schon ein bisschen. Aber wenn wir dafür mal eben einen ganzen Trecker bekommen, auch wenn er sehr alt ist. Gut, nicht zu schnell. Ich glaube, zu schnell darf ich auch nicht sein. Ich weiß auch nicht, ob wir hinterher was anderes haben, außer der Kettensäge. Ich hoffe, wir kriegen auch so einen Harvester. Und ihr wisst schon, diese großen... Diese großen, kräftigen Maschinen, die halt so die Säge direkt an so einen Arm dran haben, wo man direkt den Baum knacken kann, absägen kann, entasten kann und direkt unterteilen kann in die richtigen Stücke. Vielleicht laden die sogar direkt auf. Ich glaube, das ist mal auch ein separates Fahrzeug dann. Aber das wäre, denke ich mal, auch hier das schon das Endgame, wenn man so sieht. Knackst noch rechts. So, ein Baum noch. Der läuft einfach rum. Na gut, wir haben auch keine Arbeitssicherheit an. Arbeitsbekleidung an. Arbeitssicherheitsbekleidung. Ich rede heute auch wieder Schluss, ey. Mein Gott. So, ein Baum noch. Fällen wir hier rein. Sprit scheinen die auch nicht zu haben, die Säge. Also zumindest haben wir endlos Sprit.
Warum geht's zu Oliver und das ging jetzt schnell, aber ich denke, wir kriegen da unsere Belohnung. Da packe ich mal die Ziege wieder weg. Das ist sonst ein bisschen bedrohlich. Hallo? Erledigt. Ich habe alles auf Vordermann gebracht und die Bäume sind nicht mehr da. Vielen Dank. Der Traktor gehört jetzt dir. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Wenn wir schon dabei sind, kennst du jemanden, der einen Anhänger abgeben würde? Einen Holzhänger? Es wäre schade, wenn das geschlagene Holz nicht verwendet werden kann. Anscheinend tatsächlich. Quest für Quest Besuch weiter. An der Sprungschanze. Und kriegen unsere ersten, unser erstes Equipment. Ich tun. Danke. Wir schnurren uns das sozusagen. Zum Isaac sollen wir. Das machen wir aber nicht mehr jetzt. Ich denke mal, ich mache hier einfach einen Cut und wir machen dann zum nächsten Video. Okay, neue Mission mit Isaac. Wir machen dann fürs nächste Video. Fangen wir dann beim Wie bekomme ich meinen Hänger? Fangen wir an. Aber nee, fangen wir mal eben zur Probe. Oh, der hat einen schönen Sound. Okay, Power. Power hat er. Dann drehen die Räder schon fast durch. Okay. Dann lassen wir unseren Wagen hier aber wieder hier, wenn wir jetzt mit dem fahren. Aber wenn wir jetzt gleich zum Anhängertypen fahren wollen, dann brauchen wir, denke ich mal, den, um den Anhänger mitzunehmen. Das heißt, ich sollte den dann schon mal nehmen. Aber das mache ich nicht mehr jetzt. Schauen wir uns den nochmal genauer so an. So. Ja, ich hoffe, euch hat's bisher gefallen. Wie gesagt, ich mache dann ein paar neue Teile, wo wir uns die einzelnen Sachen, die wir noch entdecken können, noch anschauen können. Geht mit dem Hänger weiter. Mal schauen, wo uns das Ganze noch hinführt. Also ich würde gerne hinterher auch so eine kleine Serie machen, wo wir uns selber was aufbauen. Dafür muss ich natürlich erstmal wissen, was kann ich im Spiel hier überhaupt machen und sehen. Das schauen wir uns dann also mal die Tage an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Über ein Abo und ein Like würde ich mich auch natürlich super duper freuen. Ja. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Wossi.